liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem neuen Neuzugänge-Video für den Monat März. Ja, der April ist da, der Frühling ist da und somit können wir nun den Rückblick auf den letzten Monat starten. Und es sind bei mir 19 Bücher eingezogen. Es ist, glaube ich, der erste Monat in diesem Jahr, der unter 20 war und ich finde das absolut gut. Ja, 19 Geschichten sind bei mir eingezogen. Davon sind es 9 Bücher, die auch neben mir stehen und 9 E-Books und ja, ein Hörbuch ist auf meinem Audible-Sub gelandet und ich denke, bei 19 Büchern, ich möchte hier ein bisschen was dazu erzählen, starten wir einfach mit dem ersten Buch. Hierbei handelt es sich um das Buch Der Spiegel von Io Shirovici. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ein Buch, das Ende Februar erschienen ist und wir haben hier eine Mischung aus Thriller und Krimi und ja, haben 3 unterschiedliche Perspektiven, denn die Geschichte möchte etwas lösen und ja, wir als Leser sind dabei mit involviert, um die Geschichte ja zu einem Ziel zu bringen. Und zum einen lesen wir einmal die Geschichte von einem Literaturagenten, der ein Manuskript erhält, in dem eben gewisse Dinge passieren, die ihn neugierig werden lassen. Das Manuskript endet aber relativ abrupt. Und ja, so möchte er im Grunde weiter recherchieren, beauftragt dann einen Journalisten und auch aus dieser Perspektive erfahren wir so manches Detail zur Geschichte. Was ist Fiktion? Was ist echt? Was ist tatsächlich wahr innerhalb dieses Manuskriptes? Und während wir eben überlegen, wie die Geschichte sich auflöst in voller Spannung, denn ist da ein Mord passiert? Ist es nur Fiktion? Warum ist er passiert? Ist er... Ja, wer ist da involviert, ist vielleicht sogar der, der die Geschichte geschrieben hat, irgendwie dabei involviert. All diese Fragen versuchen wir durch diese Perspektiven zu lösen und wir sind eben nicht nur Leser, sondern Teil der Geschichte, denn wir bekommen immer wieder neue Gedanken dazu, immer wieder neue Ansichten, neue Perspektiven und eben neuen Input zur Geschichte und fiebern eben mit. Und der Gedanke des Autors war eben, dass wir nicht nur mitfiebern, irgendwann wissen, wer der Mörder ist, und dann dem Kommissar im Grunde zusehen, ja, wie der Fall gelöst wird, sondern eben selbst immer wieder neu denken. Und das ist hier wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, das Buch habe ich schon gelesen und es hatte mir unglaublich gut gefallen. Dazu aber natürlich mehr zum einen in meiner Bücherwoche, zum anderen natürlich dann auch im Monatsrückblick, der voraussichtlich nächste Woche kommt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Konstrukt an Geschichte. Auch sehr gefreut habe ich mich auf Infernale 2, Rhapsody in Schwarz, von Sophie Jordan. Das ist der 2. und abschließende Teil dieser Dilogie, die von Sophie Jordan herausgekommen ist. Wir sind hier ja in einer dystopischen Welt, in der es ein Gen gibt, das Mördergen. Und wir konnten im ersten Teil eben, ja, im Grunde sehr viel über die Welt dort erfahren, über wie diese Gesellschaft tickt, wie die mit Menschen umgeht, die dieses Mördergen haben und wie eben selbst sogar die Menschen damit umgehen, wenn sie erfahren, dass sie es haben, beziehungsweise wie sich das Denken vielleicht verändert. Ich fand den ersten Teil letztes Jahr unglaublich spannend, war wirklich eine ganz großartige Geschichte und natürlich musste da auch der 2. Band bei mir einziehen, der mittlerweile, deswegen zeige ich Ihnen im Grunde nur eingeblendet, auch schon wieder ausgezogen ist. Und aber eigentlich hatte ich ihn im Hardcover vom Verlag hier, aber aus verschiedensten Gründen, die ihr vielleicht durch die Bücherwoche schon wisst oder dann noch im Monatsrückblick, ja, ist das Buch bei mir ausgezogen und ja, manchmal geht das doch relativ schnell. Das nächste Buch ist Und jetzt lass uns tanzen von Carina Lambert, ein Buch, das Anfang März erschienen ist. Und das ist eine Geschichte, die mich irgendwie durch ihre unspektakulären Klappentext total angesprochen hat. Wir haben in dieser Geschichte 2 Charaktere, zum einen Marcel, der den Sternenhimmel liebt und auf der anderen Seite Marguerite, die nur dem Tag Schönheit abgewinnen kann. Für ihn zählt ausnahmslos nur die Freiheit, während sie im Grunde ausnahmslos allen Regeln folgt. Und beide, ja, verlieren ihren jeweiligen Ehepartner und an diesem Wendepunkt in ihrem Leben treffen sich beide und stellen, ja, sehr überrascht fest, dass sie über die gleichen Dinge lachen können und ja, ob sie es nochmal wagen oder nicht, darum wird es in dieser Geschichte gehen. Eine Geschichte, die mich, ja, so durch diese Ruhe, die der Klappentext verspricht und dennoch eben einfach, ja, so diese Gegensätze ziehen sich an Geschichten sind, die ich immer mal ganz gerne mag. Und ja, das hatte mich angesprochen und auch der Titel Und jetzt lass uns tanzen,
lassen. Verspricht so ein bisschen was und ich freue mich da wirklich sehr drauf. So freue ich mich auch auf Water and Air von Laura Kneidel. Ein Buch, das mir vom Carlsen Verlag zur Verfügung gestellt wurde, ist ebenfalls Anfang März erschienen. Und ich muss ehrlich gestehen, mir hat sowohl Cover wie Titel unglaublich gefallen. Und bei dem Klappentext zu dem Buch habe ich mich da natürlich, ja, noch mehr darüber gefreut, als ich es dann in den Händen hielt. Denn wir sind hier in einer zukünftigen Welt, in der die Menschen in Kuppeln unter der Wasseroberfläche leben. Und wir haben hier eine 18-jährige Protagonistin, die noch nie die Sonne gesehen hat und ihr Leben in der Wasserkolonie, ja, verbracht hat und ja, dort sehr strengen Regeln folgen muss. Doch dann eines Tages hält sie es nicht mehr unter dem Wasser auf und schließt sich der Luftkolonie an, um dort einen Neuanfang zu wagen. Aber das ist noch nicht schlimm genug, denn sie wird dann auch noch die Hauptverdächtige in einem Mordfall und nur Callum mit seinem geheimnisvollen Lächeln hält noch zu ihr. Aber nicht nur den beiden droht Gefahr, auch das Schicksal der kompletten Kolonie droht Gefahr. Und ich fand, ja, diese Idee mit dieser Endzeit und Menschen sind unter Wasser ist ja jetzt nicht zunehmend etwas Neues. Dennoch klingt es eben hier nicht nur, dass wir uns eben um die Menschheit kümmern und um diesen Science-Fiction-Aspekt, sondern eben auch um das Zwischenmenschliche. Und ich bin sehr gespannt, sehr neugierig und ich mag ja Geschichten, die in diese Richtung gehen, insofern sie nicht allzu liebesgeschichtsträchtig werden und bin da sehr neugierig, was Water und Air zu bieten hat. Der März steht im Zeichen des Wassers, denn auch Waterlove von Marion Hübinger ist bei mir eingezogen. Ein Buch, das Ende Februar erschienen ist und welches mir vom Drachenmond Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Eine Geschichte, die sich damit eben auch beschäftigt, dass wir in der Endzeit sind, dass ja im Grunde die Welt oberhalb nicht mehr zu beleben ist. Und es gibt dann eben die Waters, das sind in der Regel einflussreiche, reiche Menschen, die eben auf ein Watership fliehen können und dann eben auf dem Wasser, unter dem Wasser leben können. Und es gibt die Landers, zu denen auch unser Protagonist gehört. Und dieser muss eben eigentlich in Bunkern weiterleben, bis vielleicht irgendwann sich die Smogwolke ja irgendwie dann mal verzieht. Und wie es so sein soll, treffen eben unsere beiden Protagonisten, eine Waters und ein Landers, aufeinander und merken, ja, es ist alles nicht so schwarz-weiß, wie uns das präsentiert wird. Und überall herrschen eben andere Regeln. Und es ist auch, wenn man sich in Sicherheit wiegt, nicht immer das Schönste am Leben. Und es war eine Geschichte, die mich wirklich direkt angesprochen hat, weil aus dem Klappentext hervorging, dass eben mal ein junger Mann der Protagonist ist. Und wir haben zwar hier so einen Perspektivwechsel, aber sein Gesichtspunkt, seine Erzählung ist definitiv der größere Anteil der Geschichte. Und ich war einfach hier sehr neugierig, sehr gespannt. Ich lese sowas Dystopisches, Endzeit-Science-Fiction-mäßiges ja sehr, sehr gerne und habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch lesen konnte. Auch auf das nächste Buch habe ich mich sehr, sehr gefreut, denn es ist mein drittes Buch von Eric Lorenz und zwar China, wie wir es sehen. Eric Lorenz ist ja bekannt für seine Reisebücher, für seine Erlebnisbücher und eben hier in diesem Falle, dass er ein Herausgeber ist, denn es werden hier 21 Geschichten erzählt von Menschen, die irgendwas zu China zu erzählen haben. Zum einen Einheimische, die uns eben aus ihrer Perspektive etwas erzählen. Wir haben hier Zugewanderte, wir haben hier Wiedergekehrte und wir haben eben auch reisende Touristen, die etwas zu dem Land erzählen und das alles wunderbar verpackt in diesem, ja, wirklich sehr spannend erzählenden Buch. Jede Geschichte ist anders, jede Geschichte legt den Schwerpunkt auf etwas anderes und ich mag diese Reihe. Ich habe hier schon aus drei, wie wir es sehen und gelesen und auch von Eric Lorenz direkt seine Geschichte durch Laos, die, was ich wirklich großartig fand, und so musste im Grunde auch einfach das nächste Buch für mich zumindest bei ihm einziehen, was mich eben als nächstes am meisten sozusagen angesprochen hat. Als nächstes ist der neue Sebastian Fitzek bei mir eingezogen. Achtnacht ist Anfang März erschienen und war, glaube ich, Mitte März erschienen und war, glaube ich, eine Woche oder eineinhalb Wochen eher bei mir und ich habe mich total gefreut, dieses Buch in Händen zu halten und ich habe es auch schon verschlungen. Es gibt eine Special-Rezi zu diesem Buch von mir, das packe ich euch mal in die Infobox. Ja, ein Thriller, der sich damit beschäftigt, was passiert, wenn einmal im Jahr am 8.8. ab 8.08 Uhr sozusagen man im Grunde freiwild wird und es zwei Menschen gibt, wo, wenn man sie erwischt und tötet, im Grunde noch ein Geldgewinn
einen erwartet. Wie ticken die Menschen? Was passiert, wenn im Grunde Mann vielleicht einer dieser zwei ist, die auf einmal vogelfrei sind, wie man ja früher so schön gesagt hat. Und das lesen wir in diesem Thriller. Es ist inspiriert von The Purge. Das schreibt Sebastian Fitzek auch in die Danksagung und auch direkt vorne im Grunde als Danksagung, als Hinweis einfach mal mit hin. Genau, inspiriert von The Purge. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, ich sollte ihn unbedingt mal ansehen, weil ich einfach sehr neugierig bin, was so ein bisschen anders ist. Und ich habe schon mit guten Freunden darüber gesprochen, die den Film kennen und mich dann eben zum Buch gefragt haben. Und es ist wohl ein annähernd ähnlicher Gedanke, aber eben mit einem Blickwinkel auf ganz andere Dinge. Und es ist nicht wunderschön, wie uns die rote Acht sozusagen anleuchtet. Ein neuer Thriller von Sebastian Fitzek und ich glaube, es kommt in diesem Jahr noch einer von ihm heraus. Und ich glaube, auch auf den dürfen wir sehr gespannt sein. Dann wurde ich angefixt von der lieben Paddy und vom lieben Thorsten zu Jack von Riley und Brent. Eine Art Zeitreise, Krimi, Thriller. Aber das könnte das gut mit Abenteuer und ja, wir reisen hier tatsächlich durch die Zeit und versuchen einen Mordfall oder eine Mordserie zu lösen, denn wir haben hier ein Genie, das die Zeitreise für sich entdeckt hat und dann beauftragt wird, herauszufinden, wer Jack the Ripper ist. Und so reisen wir eben ins Jahr 1888 und beschäftigen uns sehr mit der Mordserie um Jack the Ripper und versuchen eben herauszufinden, wer ist, beziehungsweise eigentlich wer er nicht ist, um eben in der Gegenwart gewisse Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Und die beiden hatten darüber gesprochen, dass sie es lesen wollen und ich habe mich direkt rangehangen, weil Zeitreise natürlich ein Thema, was mich immer anspricht und so konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und wir haben es im März auch schon gelesen und es war anders als erwartet und das im positivsten Sinne. Und ich war halt sehr neugierig, wie das mit Jack the Ripper, was da hineinspielt, ob uns da genügend Zeit gegeben wird, mitzufiebern, mitzugehen und wie es die beiden Autoren dann eben schaffen, uns zu begeistern und ob sie es überhaupt schaffen. Und als nächstes habe ich dann einen Bildband geschenkt bekommen und zwar You Know Me von Robbie Williams. Haben mir meine Eltern von irgendwo mitgebracht. Also es ist, glaube ich, soweit ich es gesehen habe, als Mängelexemplar gekennzeichnet worden. Ich habe so 4-5 verschiedenste Bücher über Robbie Williams schon gelesen, habe mich aber sehr gefreut über diesen Bildband, weil es sind wohl ausschließlich private Fotos, die Robbie im Grunde in seiner Zeit als Take-That-Mitglied oder ich glaube dann eben auch als alleiniger Star sozusagen gemacht hat, von ihm gemacht wurden und eben auch ein bisschen einen Bericht dazu. Und ich bin da sehr gespannt, was mich erwartet. Freue mich auf dieses Buch in ihm ein bisschen wälzerlich zu lesen. Sozusagen ist ein Riesenbuch gefühlt, es ist unglaublich schwer. Und es ist, glaube ich, 2011 erschienen und gibt es eben gebraucht schon relativ günstig. Ich weiß gar nicht, ob es das noch neu gibt. Aber gebraucht wird man das auf jeden Fall finden und ich freue mich drauf, ein paar Bilder von Robbie Williams zu sehen. Ein Buch, das bereits in aller Munde ist hier auf BookTube, ist Carol von Stephanie Gerber. Ein Buch, das um Mitte März erschienen ist und nur darauf gewartet wird, von mir gelesen zu werden. Ja, das Buch hatte mich bereits für meine Buchneuerscheinungen in dem März direkt angesprochen und interessiert. Und so habe ich mich sehr gefreut, als es dann als E-Book bei mir eingezogen ist. Aber um was geht es natürlich in der Geschichte? Es geht um Scarlett und sie fürchtet sich vor ihrem Vater, dem grausamen Gouverneur der Insel Tristar. Sie träumte von ihrem Dasein zu entfliehen und Carol zu besuchen, wo ein verzaubertes Spiel stattfindet. Doch ihr Wunsch scheint sich nicht zu erfüllen, bis sie eines Tages von ihrer Schwester und dem geheimnisvollen Julian entführt wird, die ihr den Eintritt zu Carol ermöglichen. Aber ist Carol wirklich das, was es zu scheinen glaubt, beziehungsweise was Scarlett sich davon erhofft und erwünscht? Denn Räume verändern sich auf magische Weise, nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Größen. Brücken führen auf einmal an verborgene Orte mit Falltüren
und zeigen Scarlett den Weg in einen finsteren Tunnel, in den Realität und Zauber nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Und als ihre Schwester verschwindet, muss Scarlett ja auf die Suche nach ihr gehen. Eine Geschichte, die mich sehr an 2-3 andere Bücher und auch Filme erinnert, gerade was so ein bisschen diese magische Türen angeht, erinnert doch ein bisschen an das Kabinett von dem Pagassus, Dr. Pagassus oder irgendwie so. Dennoch finde ich es unglaublich spannend, interessant und wer möchte nicht in eine Welt eintauchen durch eine Tür und dann eben ganz woanders herauskommen. Und ich liebe magische Geschichten und eben dieses, wenn Magie und Realität vermischen. Und das hat mich an Carol sehr gereizt, sehr interessiert und hat mich absolut neugierig gemacht, sodass ich einfach sehr, sehr froh war, dass es bei mir eingezogen ist. Auch das nächste Buch wurde schon gehypt, bevor es überhaupt erschienen ist, zumindest im Deutschen. Und zwar Das Reich der 7 Höfe, Dornen und Rosen von Sarah Maas. Ein Buch, das, ich glaube, schon Mitte Februar erschienen ist und dann eben auch als ungekürzte Fassung auf Audible erhältlich war und es dann eben auf diesem Sub gelandet ist. Ich habe leider von Sarah Maas noch nichts gelesen, habe noch Throne of Glass oder Glasses, den ersten Teil der Reihe hier, dachte aber, ich fange einfach auch mit ihrem aktuellen Buch an, denn es klingt einfach spannend, auch wenn das Cover tatsächlich nicht so gelungen ist und ich mich frage, warum man sich nicht ein bisschen mehr am englischen Original sozusagen orientiert hat, war dennoch die Geschichte einfach total spannend. Denn es geht hier um die junge Jägerin Feyre, die in das wundersame Reich der Feen entführt wird und dort ist nichts, wie es scheint. Sicher ist nur eins, sie muss einen Weg finden, um ihre Liebe zu retten oder ihre ganze Welt ist verloren. Und ja, im Grunde habe ich mich gar nicht weiter mit bisherigen Rezensionen oder so damit beschäftigt, sondern bin einfach nur neugierig, was diese Geschichte bringt. Es klingt einfach spannend und ja, so ein bisschen, nicht unbedingt gruselig, aber eben so mit diesen Feen, die vielleicht doch nicht nur was Gutes von einem wollen und zeigen uns eine andere Art der Fantasy und darauf bin ich mehr als gespannt. Und auch sehr gespannt war ich auf das neue Buch von Michelle Schrenk, Kein Himmel ohne Sterne, ein Buch, das ich vorab lesen durfte, was jetzt aber Anfang April oder Ende März sogar schon nach der Buchmesse dann auch veröffentlicht wurde, was jetzt sozusagen für jeden erhältlich ist, aktuell glaube ich sogar für 99 Cent zu Beginn der Veröffentlichung. Und ja, Michelle Schrenk ist eine Autorin, die ich unglaublich gerne lese und die schafft es immer wieder mit ihrer Liebesgeschichte wunderbare Emotionen heraufzubeschwören, aber nicht ins zu extrem Kitschige abzufallen. Und das ist wirklich so eine Mischung, was ich unglaublich bei Michelle Schrenk liebe. Und so auch bei ihrem neuen Buch, wo wir eine junge Frau haben, die zurückkehrt nach Nürnberg, eigentlich mittlerweile in Berlin wohnt und dort eben einfach so ein bisschen was zu erledigen hat, bevor sie ihren Verlobten heiratet. Sie möchte mit ihrer Vergangenheit abschließen und braucht dazu eben auch so ein paar Menschen aus der Vergangenheit. Und ja, diese Rückreise in ihr Leben, um dann eben das Geheimnisvolle zu lösen und aufzuklären und abzuschließen, das begleiten wir und fand ich wirklich unglaublich großartig. Hat ganz viel Spaß gemacht, sehr viel Emotionen in mir geweckt und ist jetzt auf jeden Fall schon eine absolute Empfehlung von mir, weil diese Geschichte mich wirklich innerhalb eines Abends zum Lachen, zum Weinen, zum Staunen und wirklich fertig zurückgelassen hat. Eine großartige Geschichte mit einem sehr gelungenen Cover, wie ich finde, was auch so die Geschichte ein bisschen erzählt. Auch in aller Munde vorab war schon Marthas Vita-Stand von Carrie Drury. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ein Buch, das Mitte März erschienen ist und auch direkt relativ zeitnah bei mir als E-Book eingezogen ist. Denn es geht hier um Martha, die des Mordes angeklagt ist und jetzt in einer kleinen Zelle sitzt. Und 7 Tage lang kann das gesamte Volk darüber entscheiden, ob sie freigesprochen wird oder in eine kleinere Zelle verlegt wird. Denn die 7. und letzte Zelle ist klaustrophobisch klein und genauso klein wie Marthas Chancen auf einen Freispruch. Denn die Umfragen zeigen,
dass der große Teil der Bevölkerung sie für schuldig hält und sie sterben sehen möchte. Doch was wäre, wenn Martha genau darauf spekuliert, um dem Volk zu zeigen, dass es nicht in einer perfekten Demokratie lebt, sondern von den Machthabern perfide manipuliert wird? Ein Katz-und-Maus-Spiel wird uns hier versprochen, bei dem es um viel mehr als ein einzelnes Menschenleben geht, beziehungsweise dass es auf dem Spiel steht. Und es soll eine spannende Mischung aus Thriller und Dystopie sein, rund um ein packendes Gedankenspiel. Denn was wäre, wenn? Und ja, es klingt nach einem spannenden Spiel. Ich bin sehr neugierig, wo uns diese Dystopie hinführen wird und freue mich sehr aufs Lesen der Geschichte. So auch auf das nächste Buch, was kurze Zeit später bei mir eingezogen ist. Ein Thron aus Knochen und Schatten von Laura Labas, welches ebenfalls Mitte März kurz vor der Messe erschienen ist im Drachenmond Verlag. Und dabei ist es der zweite Teil. Der erste Teil war ein Käfig aus Rache und Blut, welches ich ja vor kurzem gelesen habe, ich glaube im Januar oder im Februar. Und ich ja wirklich großartig fand, einen unglaublich tollen Auftakt. Und hier haben wir den zweiten und abschließenden Teil der Dilogie. Es scheint so ein bisschen der Monat zu sein, in dem Reihen sich auch beenden. Also finde ich sehr gut, sehr spannend. Ja, eine Geschichte, die mit einer Dämonenwelt zu tun hat, in der wir eine junge Protagonistin haben. Und ja, Allison hat sehr jung auch ihre Familie verloren und wird dann als Jägerin ausgebildet, eben gegen Dämonen zu kämpfen. Und eines Tages wird sie von einem der Dämonenfürste entführt und merkt, es ist eben nicht immer so, dass die Menschen die Guten sind und die Dämonen die Bösen, beziehungsweise auch innerhalb der Dämonenwelt nicht alles schwarz und weiß ist. Und als dann eben auch noch der Sohn des Dämonenfürsten dazu beauftragt wird, sie unter Kontrolle zu halten und ein Auge auf sie zu halten, ja, dann ist natürlich das Chaos perfekt. Es war ein unglaublich spannender ersten Band und ich freue mich jetzt sehr auf den zweiten Band, weil Laura Labas es immer wieder schafft, mich wirklich in diese Welten mit hineinzuziehen, tolle Geschichten erzählt, die im Kopf dann eben auch ablaufen, so ein bisschen wie in einem Film, tolle Charaktere schafft und eben wirklich zeigt, dass Dämonen eben nicht immer nur die Bösen sind, sondern eben es auch noch andere Schattierungen innerhalb des Lebens gibt. Und das hat mir beim ersten Teil viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte enden wird. Ich war ja letzten Monat schon im Markus Heitz-Fieber und habe ja einige Bücher bei Avel bestellt. Und es ist jetzt im März das neue Buch bei mir eingezogen, das Teufelsgebetbuch, wurde mir vom Knauer Verlag zur Verfügung gestellt. Ein Buch, das ich nicht so dick erwartet hatte. Es ist wirklich ein Wahnsinnswälzer. Es fühlt sich total gruselig von vorne so ein bisschen schattiert an. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich noch gar nicht mit dem Buch weiter beschäftigt, weder einen Klappentext gelesen, noch schon irgendwie Rezension oder so angehört, weil ich so neugierig bin, dass ich dachte, nein, du ärgerst dich jetzt nicht, indem du etwas hinliest. Aber es geht um ein Kartenspiel, das aus dem vergangenen Jahrhundert, sogar in unserer heutigen Zeit irgendwie bekannt ist. Und wir haben hier Thaddäus Boch, der in Baden eben im Besitz dieser Spielkarten gerät. Und als er aber dann in mysteriöse Ereignisse hineingezogen wird und in das Zentrum der uralten Karten eben auch in Verbindung gebracht wird. Und ja, die Rede ist von einem Fluch. Was hat es mit der Karte auf sich? Wer erschuf sie? Gibt es noch weitere? Wo könnte man sie finden? Und es scheinen sich wohl sehr viele für diese Karten zu interessieren und sie jagen jetzt eben Thaddäus und es geht um nicht weniger als um sein eigenes Leben. Ja, ich bin sehr gespannt, was Markus Heitz hier gemacht hat. Es ist ja ein Autor, der wirklich sehr spannend und packend schreiben kann. Und ich habe ja jetzt drei Bücher schon auf dem Sub von ihm. Das ist jetzt im Grunde mein viertes und mal gucken, mit welchem ich im Grunde als nächstes dann beginne, weil reizen tun sie mich natürlich alle sehr. Dann ist bei mir eingezogen als großer Game of Thrones Fan Witz und Weisheiten des Tyrion Lannisters, welches jetzt Ende März erschienen ist im Penhaligon Verlag. Ein Buch, das mit 160 Seiten doch recht dünn ist und auch der Inhalt an sich nicht jetzt gar so viel verspricht. Denn es geht hier wirklich nur um Witz und Weisheiten des Tyrion Lannisters, des Zwerges aus das Lied von Eis und Feuer, der uns hier eben mit Witz und Weisheit zur Verfügung steht. Ein Buch, zu dem man gar nicht so viel mehr sagen kann, außer dass man wirklich pro Seite entweder eine Zeichnung hat oder ein Zitat hat und man noch darüber erfährt, in welchem Buch das stattfindet.
Was ich wirklich ein bisschen schade fand, weil ich mit dem deutschen Bücheraufteilen ja gar nichts anfangen kann, weil ich ja die englischen Bücher gelesen habe und so noch weniger Bezug habe. Aber ja, ein Buch, das ich denke für jeden Game of Thrones Fan auf jeden Fall etwas ist. Und ja, dass man sich eben dann einfach in seine Fan-Ecke auf jeden Fall stellen kann. Und dann ist etwas früher schon bei mir eingezogen, der dritte Teil der New York Diaries-Reihe. Diesmal lesen wir Phoebe von Ellie Taylor alias Anne Freitag, ebenfalls erschienen im Knauer Verlag. Ich habe ja die ersten beiden Bände der New York Diaries-Reihe wirklich unglaublich geliebt, gerne gelesen. Es hat wirklich Spaß gemacht, in das Knights Building einzutauchen. Wir begleiten hier eben nun Phoebe, eine Frau, deren Träume sich scheinbar komplett erfüllt haben, aber sie dennoch nicht ganz so glücklich ist. Und wir gehen jetzt einfach mit ihr auf die Reise durch New York, denn ihr Koffer wurde scheinbar vertauscht, denn sie hat den Koffer eines jungen Mannes bei sich und der junge Mann ist auch nicht so begeistert, wenn er ihren unordentlichen Koffer findet, denn etwas sehr Wichtiges befindet sich in seinem Koffer. Und wir dürfen beide hier eben begleiten, wie sie auf die Suche gehen nach dem jeweils anderen. Ich freue mich sehr auf die Geschichte, habe sie am Wochenende angefangen und vielleicht mittlerweile auch schon beendet. Es erscheint, glaube ich, offiziell erst Anfang April am 3., wenn ich mich nicht irre. Ich habe es mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben, nein. Und ja, ich bin gespannt und ihr dürft es dann natürlich auch sein. Dann ein Buch, das es bei mir eigentlich schon im Bücherregal gibt, zumindest auf meinem E-Book-Bücherregal, also in meinem E-Book-Reader. Und zwar ist das Jonah von Laura Newman, erschienen bei BOD. Ein Buch, das 2015 ein absolutes Highlight von mir war und ich auf der Leipziger Buchmesse mir irgendein schönes Büchlein mitnehmen wollte und einfach dachte, oh, da steht Jonah, das nimmst du diesmal mit. Das lässt du dir signieren und greifst zu und das habe ich dann auch getan. Und so zieht dieses schöne Buch, was wirklich sehr klein im Gegensatz zum Beispiel zu der Nachtsonne und Coherent ist, bei mir ein und ich freue mich, das glaube ich tatsächlich dieses Jahr einfach mal zu rereaden und das eben in diesem Format und dieses Buch an einem Sommertag dann zu genießen und mich zurückverzaubern lasse in die Wildnis von Laura bzw. von Emily, die ja dann auf Jonah trifft und ja, es durfte bei mir einziehen. Als letztes Buch ist bei mir ein Buch ganz zufällig eingezogen, denn wir waren Samstagabend auf der Buchmesse miteinander essen und da ging ein Buch umher, was glaube ich beim Lovely Book Stand verschenkt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ich ein großer Tudors-Fan bin und auch der Klappentext hinten sehr spannend war, griff ich zu von Con Iguilden, ich hoffe man spricht ihn so aus, Wars of the Roses und es ist Ravenspur und zwar ist es Rise of the Tudors. Und ja, wer schon sieht, Wars of the Roses ist natürlich der bekannte Rosenkrieg, bei dem ja am Ende dann im Grunde die Tudors entstanden ist mit Heinrich dem 8. Und ja, bei meiner Recherche habe ich dann aber herausgefunden, dass es der 4. und abschließende Band einer Reihe ist. Das heißt, ich muss jetzt erstmal auf die Suche gehen und zumindest mal einen Blick in das erste Buch werfen, ob es mich packt und begeistert und dann sehen, ob ich zum 4. Band vordringe. Optisch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Buch und ich bin sehr gespannt auf die Reihe. Vielleicht kennt das ja jemand von euch, vielleicht hat jemand die Reihe gelesen und kann dazu schon etwas erzählen. Dann natürlich gerne in die Kommentare, denn irgendwie spricht mich diese ja, Geschichte um die Tudors, um den Weg dahin im Grunde wirklich sehr, sehr an und ja, ich habe den 4. Teil schon mal hier. Und das waren sie jetzt auch schon, meine Neuzugänge aus dem März. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei all den vielen Schönheiten, die bei mir eingezogen sind. Vielleicht ist ja das ein oder andere Buch auch bei euch eingezogen, wurde vielleicht sogar schon gelesen. Dann dürft ihr mir das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, mich neugierig machen, auf welches Buch ich mich als nächstes stürzen soll. Ich bin da sehr neugierig auf eure Gedanken und eure Kommentare. Und danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.